Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft. Ich denke, ihr könnt es euch denken, ich habe meine Braumaschine fertiggestellt und die auch schon mal 3 Minuten laufen lassen, damit man mal sieht, was die produziert. Hier sind die fertigen Getränke drinnen und man sieht, in 3 Minuten ist das schon von ich habe einen sehr komplizierten Trank gewählt, Verweiltrank der Unsichtbarkeit. Und da sieht man mal in 3 Minuten Laufzeit, was die so hinkriegt. Also mit An- und Ablaufen sind dann 4,5 Minuten oder so. Aber 3 Minuten effektiv diesen Schalter umlegen. Ihr könnt es jetzt downloaden oder demnächst, da werde ich noch ein. Ja, entweder ich tue es in diese Videobeschreibung, den Link, wenn ich es schon geschafft habe, oder dann in die erste Baufolge. Ich zeige euch natürlich die Baufolgen, dass ihr es auch nachbauen könnt. Das mache ich wie bei der Schwebebahn in einigen Parts, wobei ich denke, dass es schon etwas komplizierter ist. Zum Betrieb der Braumaschine muss ich schon mal sagen, ein Laie kriegt's hin, wobei man sich nicht zu blöd stellen sollte. Das heißt, es gibt Kollisionen, wenn beides gleichzeitig an ist. Da sind keine Schutzschaltungen eingebaut. Und auch sonst von der Technik ist es halbwegs einfach gehalten, so dass man die, wenn man ein bisschen Ahnung von Redstone hat, auch noch verstehen kann. Die Braumaschine ist gut gefüllt. Sie braucht allerdings, damit sie funktioniert, oder auch über längere Zeit sehr viele Items. Von daher denke ich, sie ist schnell, aber sie braucht ziemlich viel Items und ich denke, Multiplayer geeignet auf jeden Fall, wenn man schnell viel Tränke braucht, beispielsweise Heilungstränke für das End und so weiter, wenn man Survival spielt, dann braucht man die. Ich stelle euch die jedenfalls zur Verfügung. Bitte denkt dran, bei all meinen Sachen, die ihr irgendwie reviewt, das dürft ihr selbstverständlich, ihr dürft es verwenden, ihr dürft es weiterbauen, solange ihr meinen Namen, also Leocraft, irgendwie mit angebt, damit klar ist, dass es von mir ist. Das ist einfach Creative Commons Namensnennung, ist, denke ich, überhaupt nicht zu viel verlangt. Macht's einfach. Und es wäre sonst nämlich auch unfair. Ich werde euch nur diesen Teil der Testwelt geben. Meinen Prototypen hier, den werde ich euch nicht zur Verfügung stellen, denn den habe ich mir ja kaputt gemacht. Aber diese Maschine funktioniert besser denn je. Die ist ausführlich getestet und funktioniert. Ein paar Gimmicks sind eingebaut. Easter Eggs habe ich aber keine rein. Also, da könnt ihr lang genug rumsuchen. Easter Eggs sind keine drin. Vielleicht tue ich ja noch eins rein. So. Von unten ein bisschen was geht in den Boden an Technik. Aber nicht zu viel. Es gibt teilweise Wartungstunnel. Und ich denke, man sollte das ganz gut auch nachbauen können, da ich das Nachbauen mit euch in Tutorial-Form mache. Das heißt, ich habe hier meine Baumaschine und die baue ich dann einfach daneben nochmal hin. Als nächstes bin ich gerade dabei, Aufzüge mit mehreren Etagen zu entwickeln. Dieses Modell funktioniert an sich, das ich hier schon habe. Auf Prinzip des Fahrstuhls von The Joecraft. Irgendwo muss es hier sein. Allerdings, das hat sich für mich, denke ich, jetzt mal nicht so geeignet erwiesen, weil andauernd andere Stellen kurz oder lang gepowert werden müssen, sodass ich das Ganze auf einem Prinzip von einem Paternoster Fahrstuhl mache. Das Paternoster-Fahrstuhl hat im Prinzip auf der einen sind zwei Reihen von Aufzüge, eine Aufzugkabine an der anderen und die eine geht die ganze Zeit nach oben.
Die linke Aufzugreihe geht nach oben und die rechte geht nach unten. So. Und dann fahren die immer im Kreis. Das kann man mit Pisten sehr schön machen. Über 3 Etagen, solange es nicht zu hoch ist. Denn Pisten können ja immer nur 12 Blöcke machen. Sonst muss man das einfach wieder eins nach rechts, eins nach links verschieben. Aber da lasse ich mir schon noch was einfallen. Wie gesagt, ab sofort könnt ihr das downloaden oder ab in ein paar Tagen. Link werde ich euch entweder in der ersten Baufolge angeben und dann werden wir das auch zusammen nachbauen. Ihr dürft das Ding natürlich selbstverständlich reviewen, wie schon gesagt, mit Namensnennung. Ich würde dann mal sagen, macht's gut, bis bald und tschüss, Leute.